Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer. Wir sind mal wieder am Samstag angekommen. Verantwortungstreff oder Samstalk. Der älteste Talk von Schenker-Bewegung seit bestimmt mehr als 10 Jahren. Und der Sinn der Sache ist, dass wir bei dem ganzen Strom des Lebens, in dem wir so stecken, immer wieder mal raustreten. Warum nicht wenigstens eine Stunde in der Woche oder zwei? Und mal die große Verantwortungsfrage stellen. Also ist das, was wir da so alles machen, wie wir da so dahin strömen, dahin fließen, ist das eigentlich verantwortbar? Und ja, wir sind hier eine Gruppe, die als Kerngruppe, so eine Dreierkonstellation, schon seit einigen Monaten hier, ja, so zusammenkommt. Das ist der Dylan, der Louis, der uns heute fehlt, und meiner einer. Und dann immer wieder auch andere, manche mehrere Male, und andere kommen erstmal dazu und reden mal so mit, schauen, ob ihnen das zusagt. Und da haben wir heute auch den Herrn Silla als Teilnehmer des Talks. Man kann auch sagen, der Talk versteht sich in gewisser Hinsicht auch als ein Keimling für Kommunebildung, also sozusagen ein digitaler Kommune-Keimling. Dessen Besonderheit schon mal auf jeden Fall sein soll. Ja, da kommt auch gleich die Anzeige dazu. Die Besonderheit soll sein, dass hier freie Argumentekultur die Basis, die Wurzel der Entwicklung ist und dass wir da auch Supervision anbieten. Also wenn andere Leute sich auf solche Experimente mit einlassen wollen, dass das dann im Sinne freier Argumentekultur begleitet werden kann. Ja, und da kommt noch das Letzte, womit ich dann meine Einleitung auch ziemlich schließe. Über diesen Talk hinaus besteht die Möglichkeit, sich schriftlich mit uns auszutauschen. Da gibt es ein freie Argumente-Kultur-Forum, was der Dylan da gerade einblendet. freie-argumente-kultur.de. Technisch noch, wir machen es im Sinne des Redekreises normalerweise, also eine feste Reihenfolge und jeder hat eine bestimmte Redezeit. Da übernimmt der Dylan immer so das Messen der Redezeit und wir gucken, dass das dann so in der Reihenfolge bleibt, wobei andere Leute dazukommen, für sich entscheiden können, wann sie da quasi zwischenspringen wollen. Und dann werden die an dieser betreffenden Stelle in die Reihenfolge auch mit aufgenommen. Das soll's gewesen sein als Einleitung und dann gebe ich für den ersten Beitrag an den Dylan. Ja, Mikro au ist aus, ja? Gut. Ja, also, für mich, wir diskutieren ja jetzt seit Wochen auch darüber, wie können wir gutes Tun erzeugen in der Gesellschaft, wie können wir die Menge des Schlechtes Tun in der Gesellschaft reduzieren. Und mein Gedanke ist, dass der Mensch ein biologisches Lebewesen ist. Ich muss dazu sagen, ich bin eher so der Vertreter der Naturwissenschaften hier und der eher der Vertreter auch der Geisteswissenschaften. Und ich sehe es halt so, dass die Menschen einen Rahmen brauchen, indem sie nicht belohnt werden für schlechtes Tun. Weil Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst zu täuschen, sich selbst eigene Irrtümer zu glauben, dann, besonders dann, wenn sie sehr viel Profit bringen. Und dass diese Selbsttäuschungstendenz des Menschen, sozusagen so stark ist, dass man einen Schutzmechanismus braucht. Und den haben wir Menschen leider vor 400.000 Jahren nicht dazu erfunden, nämlich dass, wenn man Markt einführt, dann muss es gemeinwohlwirtschaftlicher Markt sein. Ja? Dann muss quasi gemessen werden, ob der Früharzt, der Schamane, der Früharzt oder der Frühhändler, ob er die Leute vergiftet oder ob er ihnen Schaden zufügt. Das muss erfasst werden. Das muss leider gemessen werden. Und danach müssen die Belohnungen ausgeschüttet werden. Sonst passiert nämlich etwas ganz Dramatisches, was ich hier jetzt schon mal andeuten kann. Da passiert etwas ganz Dramatisches.
Nämlich hier, dann passiert nämlich Folgendes, dass wenn ein Irrtum geschieht und errare humanum est, also das Irren ist menschlich, Irren ist menschlich, und genauso wie unser Genbestand die Tendenz zum Irrtum hat, wir sprechen da von Mutationen, die dann einer Selektion unterliegen können, also Mutation und Selektion, Evolutionsbiologie, genauso ist das Gehirn auch, neigt auch zu Mutationen, nur dass wir die dann Irrtum nennen, ne? Also, und dann, wenn ein Frühhändler sich irrt, dann es passiert in der Marktwirtschaft das Paradoxe, dass er dann plötzlich riesige Profite macht, gerade dafür, dass er sich irrt. Also wenn ein Frühhändler, ein Supermarktleiter, ein Aldi-Marktleiter, wir haben ja vor dem Aldi gesprochen, wenn da der Marktleiter sich irrt und sagt, ja, ach, all diese Konservierungsstoffe, der Zucker und all diese Aromastoffe, das ist doch alles harmlos, das ist alles gesund, das kann ich alles verantworten, das ist alles verantwortbar. Wenn er sich irrt, dann macht er große Profite, weil er einfach viel billig herstellen kann, während hier der sagt, ich darf den Leuten nur naturbelassene Sachen liefern, weil alles andere, da weiß ich ja gar nicht, ob es nicht den Leuten, ob das die Leute nicht chronisch krank macht, ne? Und der ist dann vom Aussterben bedroht, ja, weil hier, der ist vom Aussterben bedroht. Ja, man sieht's hier jetzt manchmal nur, dass der dann eben seine Linie endet, weil der wird Marktführer werden und wird solch einen Wettbewerbsdruck ausüben auf den hier, dass der eigentlich nicht mehr überleben kann mit seinen Wahrheiten. Und jetzt das Ganze wird halt noch schlimmer, wenn dieser noch mehr Unwahrheiten entwickelt, nämlich die sogenannten glückszerstörenden oder wohlfühlzerstörenden Irrtümer entwickelt, nämlich den Leuten auch sagt, nee, also eure liebevolle Gemeinschaftslebeweise, da hört mal da auf damit, das ist ja ekelhaft, widerlich, da habt ihr so viel Körperkontakt und so viel Zärtlichkeit, hört auf damit. Wenn er solche Dinge noch erfolgreich kommuniziert, sozusagen, dann werden die Menschen tendenziell esssüchtig und kaufsüchtig und konsumsüchtig und shoppingsüchtig und davon profitiert er wieder ganz wahnsinnig. Und dadurch kann er dann viele körperliche Kinder ernähren und er kann viele geistige Schüler und Nachfolger anziehen, die sogar dann irgendwann Universitäten gründen und Akademien und ganze Ausbildungsgänge dann entstehen, ja. Und alle verdienen wahnsinnig viel Geld, aber wir Menschen werden geschädigt. Und die Gemeinwohlwirtschaft, die dreht das Ganze um, dann wird also quasi, wird denen die Beute entzogen, also für schlechtes Tun und für Irrtümer gibt es keine Belohnung mehr, kein Geld mehr. Sondern für die Wahrheitsorientierten gibt es Geld, die Wahrheitsorientierten rücken hierhin und entweder diejenigen, die sich vorher geirrt haben, korrigieren ihre Irrtümer oder sie gehen pleite in der Gemeinwohlwirtschaft. So viel erst einmal der erste Ansatz, weil wir im 5-Minuten-Takt heute vorgehen sollten, zur Gemeinwohlwirtschaft. Ja, und als zweiter ist dann der Öffentlich traditionell dran und dann wäre der Manfred dran als dritter Redner sozusagen heute Abend. Und Öffi, vielleicht kannst du auch noch mal so weit, wie du das Politische überhaupt unterstützen kannst, auch darauf jetzt schon mal eingehen, damit der Manfred, weil der Manfred ja auch in erster Linie jetzt am Politischen interessiert war und nur in zweiter Linie an der Gemeinschaft. Auf die können wir ja nachher dann auch noch kommen. Ja, Öff, leg los. Ja, danke, Dylan. Aber ich führe erstmal am besten ein, so wie das bei der ersten Runde immer so aus meiner Sicht sinnvoll ist, ja, mit dem Check-in, wie man das in so einer Rundenkultur auch nennt. Wo stehe ich gerade? Wie ist meine Situation? Ich bin ja in Projekten immer. Also für mich ist ja schon seit Jahrzehnten ein Grundsatz, dass ich nur da dauerhafter irgendwie leben will, wo das so ein Verantwortungsprojekt sein soll, auch ein Gemeinschafts-, ein Kommuneprojekt, ein Projekt, was neue Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen, ein neues System experimentieren will. Anderes interessiert mich nicht, also da bin ich nicht längere Zeit mehr.
Und bin jetzt beteiligt hier in Hessen. Da haben wir so ein Geflecht von gleich 4, 5 Projektversuchen hier in einem regionalen Zusammenhang. Und versuche von hier aus auch zu unterstützen, was vor allem da in Berlin auch angesetzt hat, schon im August 2020. Wir wissen alle, wie die zeitgeschichtliche Situation ist. Und ebenso wie Robert F. Kennedy sehe ich die Kippmöglichkeit, dass wir so an der entscheidenden Kippstelle sind, zu einer digitalen Willkürdiktatur, einem Überwachungs- und Kontrollstaat, wie es in China so als Modell schon ziemlich deutlich herauskristallisiert ist und wie wir alle wissen, wie es im Westen auch durchaus nicht ausgeschlossen ist, weil durch so etwas wie den NSA-Skandal man gesehen hat, dass die hinter den Marionettenvorhängen schon massiv auch seit längerem in dieser Richtung arbeiten. Und da habe ich ja von den Querdenkern in Berlin deren Zeltcamp übernommen, also die Koordination, dass da überhaupt was weitergeht, das Demokratiefürsorgecamp, wie ich das jetzt nenne. Und ja, also ich werde wahrscheinlich gegen 9:30 dementsprechend hier auch mal unterbrechen müssen, eventuell, um kurz jemanden hier einzuführen, zumindest der dann ankommt mit dem Zug, schätze ich mal, und der aus Berlin kommt, wo er versucht hat mitzumachen, aber ist da im Moment schon überfordert und ja, kommt deshalb zu Besuch erstmal nach hier, nach Hessen, zu mir so an diesen Ort. Auch, dass ich den so ein bisschen vielleicht, wenn das möglich ist, aufrüste, also quasi wieder Supervision mache. Und ja, also damit komme ich zu dem, was Dylan angesprochen hat. Ich bin sehr für die Mehrschienigkeit, also wir nennen das auch doppelte Doppelschienigkeit, also innerhalb der Systemstrukturen Reformen anzustreben, ob jetzt mit der sogenannten Wohlfühlstimme, dass wirklich das wirtschaftliche Geschehen nicht sich danach richtet, wo kann man Profit machen, sondern dass gemessen wird, womit geht es den Menschen gut, also kontinuierlich gemessen wird, die Leute selbst das bei sich messen und angeben. Und dass man dann eben danach gehen kann, was dauerhaft Wohlgefühl erzeugt, möglichst viel Wohlgefühl und nicht Suchteffekte, mit denen man im Moment vielleicht ja die Leute zum vielen Kaufen anregen kann und selbst viel Gewinn machen kann, wo aber, wie das ja bei all den Süchten so ist, sich dann zeigt, dass das nur kurzfristige Effekte sind und danach der Katzenjammer ausbricht oder hochkommt. Ja. Also das ist innerhalb des Systems eine sehr sinnvolle Reformmaßnahme in meinen Augen, was, wenn man es in kleinem Rahmen so ansetzt, dann in so einer Hausarztvertrauenskommune schon mal ausprobiert werden kann, also wo der Arzt nicht danach bezahlt wird, wie viele Medikamente und Behandlungsstunden er vergibt, sondern wie wenig letztlich die Leute auch zu ihm kommen müssen, weil sie durch seine Maßnahmen wirklich nachhaltig gesund werden können. Es gibt noch andere Reformen, also auch Basisdemokratie, neue Art von Volksentscheiden schwebt dem Willen vor. Da trifft sich das mit dem Hauptnerv, den ich sehe, nämlich der Bildungskultur, dass die Menschen auch demokratiereif, verantwortungsreif und demokratiereif werden, dass da überhaupt Bildung geschieht, was das bedeutet und wie man das so innerlich entwickeln kann. Ja, und das ist die eine Schiene, also innerhalb des Systems, Wohlfühlstimme, Basisdemokratie und Demokratiebildung. Und die andere Schiene außerhalb des Systems ist eben auch die dann ganz radikale Bildung des Menschen zum Souverän seines Lebens und der gesellschaftlichen Entwicklung. Und die Kommunestruktur als ja, Wurzel eben auch dann für eine Konsensdemokratie, eine Menschheitskonsensdemokratie, wie ich das gerne nenne. Wo die entscheidenden Mehrheiten, die Kinder der Zukunft oder die verhungernden Kinder in den armen Ländern sind. Ja, da bin ich also sehr dafür und setze mich da mit meinen Möglichkeiten mit ein, wo ich da was machen kann. Also vor allem, indem ich selbst halt auch versuche zu leben, was ich als Lösung mir denke oder vorschlage. Dankeschön, ich gebe weiter. Ja, Manfred, jetzt hättest du 5 Minuten, wie weit du aus unserem Gespräch selbst auch das vielleicht, was du vielleicht auch oder ob du schon mal reingeschaut hast in die Partei des Gemeinwohls, ja?
Jetzt kannst du dein Mikro anstellen und wenn ich piep, 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 piep mache, könntest du dann so langsam wieder zum Ende kommen. Gut, alles klar. Moment, machen wir gerne Video an. So. Ja, also, ich bin der Manfred. Ich bin sehr interessiert an ja, einer neuen Art Manfred, der vielleicht noch ein Tipp für dich, das wusstest du noch nicht. Immer an deinem Bildschirm relativ weit an den rechten Rand rücken, zur Mitte hin. Also wenn du dich auf, du siehst dich ja, genau, da, weil da die Kamera dich dann voll erwischt, ja? Denn wir haben nur einen begrenzten Kameraraum. Ja, mach weiter. Okay, also ja, mich interessieren alternative Methoden, sozusagen die Wirtschaft anders zu gestalten als bisher, weil bisher geht es so, also ich sehe das auch jetzt gerade in den großen Geschichten, die gerade läuft, dass man, also ich muss mich selber mal vorstellen, ich habe Informatik, Mathematik und Sport studiert, bin eigentlich vom Grunde her Lehrer, aber habe das nie gemacht, weil damals gab es keine Stellen. Und bin dann ins Marketing gegangen und war Marketingmanager über 40 Jahre in der ganzen Welt. Dann habe ich aber auch noch Ausbildungen als Feldenkreislehrer, als Traumatherapeut. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Mich interessiert Gemeinschaft von Menschen, die anders denken, alternativ denken. Das Wort Querdenken ist ja heute stigmatisiert worden. Früher war in meinen 70er Jahren Querdenken voll in. Besonders auch in der Wirtschaft, weil wenn man in eingefahrenen Bahnen denkt, dann muss man querdenken, damit man bessere Lösungen findet. Und ich habe mich da auch, da ich viele Länder kennengelernt habe, habe ich eben auch gesehen, was so unser Wirtschaftssystem das Allgemeine anrichten kann. Einige Leute werden extrem reich, andere Leute leben unter dem Existenzminimum und schlagen sich so durch. Und da habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht, wie man das besser machen könnte und dass diese Idee, die, sagen wir mal, für das Gemeinwohl guten Dinge zu belohnen und die nicht so guten eben sozusagen abzuwerten, halte ich für eine sehr gute Grundidee. Und ja, ich habe mich dann auch sehr damit beschäftigt, wie man, auf welcher Basis die meisten Menschen agieren. Und das ist für mich die Angst. Viele Leute haben Angst, Angst, etwas zu verpassen, Angst irgendwie, Angst ums Leben, Angst um, was weiß ich, ihren wirtschaftlichen Wohlstand. Und ich denke immer, dass es erstmal wichtig ist, diese Angst loszulassen, um etwas Neues auszuprobieren. Und da kommen für mich immer solche Geschichten rein. Ich habe früher Sachen vermarktet mit einer schönen Geschichte. Man schafft ein kleines Problem und dann löst man das und dann die Lösung kann man dann teuer verkaufen. Ich sehe das jetzt mittlerweile anders, dass es eigentlich Grundprobleme gibt, eben dass jeder Mensch eigentlich das Recht hat, zumindest seine Grundbedürfnisse befriedigt zu haben, also Essen, Schlafen, Haus über dem Kopf und dass es dann erst anfängt, das Leben lebenswert zu machen, dass man dann erst anfängt, ja, Wohlbefinden und Glück zu suchen. Und deshalb sehe ich eben auch, dass bei uns das System noch so ist, dass knapp ein Drittel unserer Bevölkerung, selbst unserer Bevölkerung in unserem reichen Staat, an der Grenze des Existenzminimums agiert. Und das halte ich schon mal für uns, also jetzt persönlich in Deutschland, für ja, eine große Verfehlung, denn wir könnten es uns leisten, genügend Menschen zu unterstützen, zumindest ein gutes Leben leben zu können. Ich bin deshalb auch ein Befürworter des allgemeinen Grundeinkommens. Allerdings muss man dann da definieren, nicht so wie das jetzt definiert wird, sondern das müsste man auch näher definieren, dass also jeder Mensch eigentlich seine Grundbedürfnisse erstmal befriedigt hat, weil er teilnimmt an dieser Gesellschaft. Und dann geht es für mich aber in Richtung von Wohlbefinden und Glück. Und das ist ja, finde ich sehr schön, dass es dafür eine Partei gibt. Ich habe aber heute jetzt gerade ein Problem. Ich habe mich jetzt mal kurz vorgestellt. Ich muss mich leider gleich wieder ausklinken, weil persönlich jetzt gerade was dazwischen gekommen ist und da muss ich mich jetzt drum kümmern und würde mich gerne demnächst mal wieder einwählen und dann mal vielleicht ein bisschen näher mit euch plaudern, wie das alles so sein kann. Und was ihr euch da schon vorgestellt habt, das habe ich mir schon angeguckt und das gefällt mir schon sehr gut. Und ich gehe dann auch immer sehr gerne in die Details, wie kann man sowas umsetzen? Wie ist das praktisch sozusagen anwendbar, die Ideen? Und wie kann man Menschen
Anreize geben, in diese Richtung zu denken. Denn bisher sind ja die Anreize immer, möglichst viel Profit rauszuschlagen und dann sein Glück darin zu finden, das Geld auszugeben. Aber das ist für mich eine nicht sehr befriedigende Art und Weise des Zusammenlebens. Ich finde also, Leben findet jetzt statt und Gemeinschaft ist wichtig mit anderen Menschen, die ähnlich denken. Ja, und ich hoffe, dass ich mich da gerne bei euch dann mal wieder sehen lassen darf. Aber wie gesagt, jetzt muss ich mich gleich verabschieden. Piep, 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 piep. Yes. Und das passt dann auch gerade. Also, ich sag Ja, mal Tschüss. aber warte, noch ein kurzer Gruß an dich, Manfred. Herzlich eingeladen, unser Kanzlerkandidat zu werden, der Partei, denn du bist wärst der richtige Mann dafür. Und ja, also jederzeit dann bei uns wieder einklinken. Wir sind ja jeden Samstag hier, ne? Und wunderbar, dann bis bald und schönen Abend, ja? Danke euch auch. Ciao. So, ja, schade, dass der Manfred los musste, aber wie gesagt, er wäre der ideale Kanzlerkandidat. Ja, und wir haben ja quasi, letztendlich reden wir ja hier über verschiedene Strategien. Also unser gemeinsamer Nenner ist ja, alle wollen die geisteswissenschaftliche Schiene und die naturwissenschaftliche Schiene, beide haben sie nur ein Ziel. Wie können wir die Menge des Gutes tun in der Welt, des verantwortungsvollen, verantwortungsbewussten Handelns vermehren und die des schlechten, letztendlich eigentlich nicht verantwortbaren Handelns, was wir massenhaft in der Welt haben, leider, wie können wir die reduzieren? Und ich selbst sage als Naturwissenschaftler halt mit dem Weltrat und der Next Scientists for Future, dass wir leider das nur über ein Zwangssysteme machen können. Allerdings würde ich diese Zwangssysteme, also ich wäre über diesen Zwang unheimlich dankbar. Ich fordere regelrecht den Zwang auch für mich, ja, weil ich ja selbst erlebt habe, da, wie gefährlich es ist im Gesundheitswesen, dass ich mit meiner Praxis eigentlich mehr Schaden angerichtet habe als Nutzen, weil es eben nicht das Zwangssystem gegeben hat, das mich selber davor geschützt hätte. Ja, nämlich das Zwangssystem, das sagt, wir messen, ob du den Leuten mehr schadest als nutzt. Und daran messen wir dich und daran messen wir auch dein Gehalt, deinen Verdienstzuschuss oder Steuer. Christian Felber spricht ja da von Steuervorteilen und Steuernachteilen. Und natürlich muss der Arzt und der Supermarktleiter, der Menschenleben beschädigt, eher Steuernachteile bekommen und der andere, der Menschenleben fördert und Gesundheit fördert, Langlebigkeit, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner fördert bewiesenermaßen, der wird halt belohnt. Und das ist ein Zwangssystem, genauso wie die Bonobo-Schenker-Gruppenehe, die ich nenne sie, weil ich gerade in vielen Foren unterwegs bin und Leute suche und da auch auf gewisses Interesse stoße. Da spreche ich auch von der polyamoren, weiblich-polybisexuellen Gruppenehe. Ja, wäre so die Bezeichnung, wie sie im Internet üblich ist. Da gibt es Polyamor als Bewegung und da gibt es die Bisexualität als Bewegung, die weibliche Bisexualität und das gekoppelt ist natürlich dann die weibliche Polybisexualität. Und das ist eben so, der Punkt ist, dass diese Bonobo-Schenker-Gruppenehe, wie wir es hier ja nennen, dass die auch ein Zwangssystem ist. Dort zwingen nämlich die Frauen die Männer zum Gutestun. Ja? Durch die Beobachtung, die Augen, die die Frauen auf die Männer werfen und gucken, ob die den Kindern und den Frauen der Gruppe Gutes tun durch ihre Geschenke oder eher Schaden anrichten oder wenig schenken oder mehr schenken. Dadurch stehen die Männer unter einer Beobachtung und ich finde so ein Zwangssystem gut. Ich möchte als Mann in so einer Gruppenehe auch unter so einer Beobachtung stehen, dass die Frauen halt gucken, was ich an geistiger Nahrung den Kindern und Frauen mitbringe, denn ich bin ein Lieferant von geistiger Nahrung. Ich würde wahrscheinlich keine Biofrüchte anbauen, aber andere würden dann Biofrüchte anbauen und aber die Frauen würden das schon richtig
richtig einschätzen, dass zum Beispiel die geistige Nahrung vielleicht sogar wichtiger ist als die körperliche Nahrung für das Wohlergehen der Gesamtgruppe. Ne? Und diese Zwangssysteme halte ich halt für sinnvoll, weil während der Öff-Öff ja, glaube ich, er kann das gleich noch mal besser sagen, denken würde, dass der Mensch die Geisteskraft haben könnte, sowohl die Selbsttäuschung und selbst vorteilbringenden Irrtümer, mit denen er sich selbst sein schlechtes Tun als gutes Tun rationalisiert, sein verantwortungsloses Handeln als verantwortungsvoll uminterpretiert in der Selbsttäuschung, ja, durch die vorteilbringenden Irrtümer, dass er das eigentlich durchschauen können sollte und das lernen können sollte, das zu durchschauen. Ja, und das ist ein interessantes Experiment. Allerdings würde ich eben auch, mein neuer Vorschlag ist ja, dass wir wirklich uns ganz experimentell verstehen, weil wir manche Fragen einfach nicht in der Diskussion klären können, weil meine Überzeugung beruht auf diesen über 50 Jahren naturwissenschaftlicher Grundausbildung mit dem Exkurs in die Psychotherapie und Psychoanalyse und ins Gesundheitswesen zwischendurch. Aber diese Sicherheit, die ich habe, könnte ich nur vermitteln, wenn ich dann 50 Jahre Naturwissenschaftsstudium vermitteln würde. Und genauso der FF könnte seine geisteswissenschaftliche Überzeugung auch nur vermitteln, wenn er uns ein 50-jähriges geisteswissenschaftliches Studium deutlich macht, damit was dann erklärt, warum er so die Welt sieht. Ja, aber meine Zeit ist um. Also, ich fasse zusammen. Ich finde es ein hochinteressantes Experiment und wir sollten alle Experimente machen. Ich bin jetzt gerade im Internet total tätig, überall, bin auf einem Forum, das heißt, glaube ich, Viamor oder so, habe da sogar 10 Euro für gezahlt, habe Annoncen bei Schrot und Korn geschaltet und in der Stadtrevue und suche überall nach potenziellen Mitmachenden für die experimentelle Kommunengeschichten und so weiter und habe jetzt gerade auch wieder zwei E-Mails von zwei Frauen, die werde ich halt auch einladen, dass sie demnächst samstags hier teilnehmen und so weiter. Ja, dass wir ins Gespräch kommen. Ne? Mal gucken, ob das alles nichts bringt. Mein Schlusssatz ist ja wie immer, es kann sein, dass wir gegen dieses System noch nie eine Chance hatten und nie eine haben werden, aber ich probiere es halt trotzdem. Was soll ich sonst machen? Ja? So, ich gebe weiter. Tschüssi. Ja, von mir aus auch. Sozusagen dann jetzt der Schlussbeitrag, weil heute hat sich manches ja sehr unerwartet ereignet, also beim Herrn Siller, der weg musste. Und bei uns kommt jetzt gleich auch noch jemand an, den wir hier dann einquartieren müssen, so ein Besucher, was nicht so in den Details vorhersehbar war, so dass wir heute dann sagen, dass wir jetzt schon gleich dann mal beenden und verweisen, ne, dass das heute quasi dann so ein kleines Appetithäppchen schon mal war, auch fürs nächste Mal, wo dann vielleicht der Herr Siller mehr Zeit hat, dabei zu sein und wo wir wieder ausführlicher auf Dinge eingehen können. Von meiner Seite aus nur, ich glaube, dass die Frage immer ist, auch bei der Frage der Freiheit, was man darunter eigentlich versteht. Also wenn man unter sich selbst jemanden versteht, der sehr anfällig ist für vorteilbringende Irrtümer, für die Möglichkeit von Augenblicksprofit oder Augenblickskonsum, obwohl das langfristig Schaden anrichten würde, also ich nenne das dann so die innere Suchtpersönlichkeit in jedem von uns, die fühlt sich natürlich frei, wenn sie einfach machen kann, was sie gerade Lust hat oder was ihr gerade den Vorteil bringt, ohne weiterzuschauen auf die Folgen, auf die Verantwortbarkeit. Aber ich glaube, wenn man Freiheit versteht als die Entfaltung des eigentlichen Wesens, was man in sich hat und seiner Potenziale, seiner Gesundheit, seiner Zukunftsentwicklung, dann kommt man dazu, dass dieses eigentliche Wesen halt unsere Vernunftseele ist. Und dann ist Freiheit mehr eben die Erkenntnis und Befolgung des Vernünftigen.
Der Philosoph Hegel hat mal gesagt, Freiheit ist die Einsicht ins Notwendige. Und das steht natürlich dann ganz gegen die Suchtpersönlichkeit in uns. Und ein Mensch, der allerdings diese Persönlichkeit, diese Vernunftseelenpersönlichkeit in sich wirklich als Basis erlebt und da heraus leben kann, für den ist das eben Freiheit und Freiwilligkeit. Wenn er nach dem eigenen echten Wohlgefühl geht, nicht diesem täuschenden Oberflächenspaß, und wenn er auch gesellschaftlich nach dem gehen will, was langfristig und für alle gut und verantwortbar ist. Genau, der Dylan blendet nochmal ein, also wir können da viel in die Tiefe noch gehen oder in die Verzweigungen gehen im Freie Argumente Kulturforum, wo ich im Moment auch einiges an Beiträgen immer einbringe oder schleife, weil ich habe da jetzt so einen Weihnachtsweckruf rausgebracht, der auch besagt, dass ich das Demokratiedefizit in der Gesellschaft so schrecklich finde, eben dass nicht offen geredet und den Dingen vernünftig auf den Grund gegangen werden kann. Und damit kann ich so nicht leben oder meine gesellschaftliche Verantwortung sehe ich so, dass ich da so eine angemessene Ansprechstelle fordere für argumentative, argumentedemokratische Klärung. Und dass ich, wenn das nicht da ist, und im Moment wurde ich da mehrfach mit abgewiegelt oder wurde das verweigert auch direkt, wenn das so ist, dann muss ich gewaltfreien Widerstand leisten, muss mir überlegen, wie ich da Aktionen mache, die vielleicht auch Gesetze übertreten, dass wenn ich nicht eine argumentativ-demokratische Klärungsebene finde, es vielleicht erstmal vor Gericht dann auch ansetzen muss. Und ja, da habe ich einiges jetzt. Ich habe illegal gezeltet in Berlin, aber das wollte die Staatsanwaltschaft fallen lassen. Da haben zwar protestiert, sie sagen, sie lassen es trotzdem fallen. Hier in Hessen habe ich mal eine Montagsmahnwache gemacht und da sollen Leute zu nah beieinander gestanden haben. Die bleiben dran. Ich habe mir jetzt geschrieben, dass sie da ein Verfahren machen, dass da vor einen Richter schon mal man treten soll. Ich denke, dass ich das dann zu einem Element dieser gewaltfreien Aktion machen werde. Und ich werde so als eine Grundargumentation, werde ich sagen, Leute, wenn es nachweisbar so ist, dass mir das Recht auf so eine vernünftige Ansprechstelle und argumentative Klärung verwehrt wurde und dass, wenn mir das gewährt worden wäre, dann rausgekommen wäre, dass die Maßnahmen mir gegenüber völlig unzulässig, überflüssig und unzulässig sind, und dass auch eine Strafe für Übertretung völlig abwegig ist, also weil hätte man mit mir geredet und vernünftig demokratisch da eine Lösung gesucht, dann wären die Maßnahmen und die Strafe überhaupt so gar nicht zustande gekommen, mir gegenüber. Auch schon gar keine Probleme, die da eben so mit verbunden sein könnten. Das wird eine Kernargumentation sein, mit der ich mich da hinstelle und sage, ja, Herr Richter, wollen Sie dafür, dass ich so eine demokratische Basis fordere? Wollen Sie das ungeprüft verwerfen oder wollen Sie schauen, ob das wirklich ein Lösungsweg gewesen wäre, der von Anfang an ganz leicht und umgänglich gute Lösungen gebracht hätte? Und das liegt nur am Staat, also an dieser Verweigerung meines demokratischen Grundrechts, dass da eben jetzt Probleme entstanden sind. Okay, das mal als Ausblick, ne? Schaut herein ins Freie Argumente Kulturforum, da seht ihr das genauer. Und ansonsten von mir aus auch tschüss, ne? Und bis zum nächsten Mal, wo wir bestimmt dann wieder auf viele Aspekte des Wandels genauer eingehen werden. Alles Ich klar, wünsche eine schöne tschüssi, Woche. bis Ciao. bald, tschüssi.